Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von The Dark Pictures Analogie. Auch bekannt als Man of Medan. Ja, was in der letzten Folge passiert ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich es vergessen habe. Also, ich werde mal sagen, lasst uns nicht so lange quatschen und wir fangen direkt an. Sind Sie hier durch? Kannst nicht Ich sehen. brauche was, um da hochzukommen. Geschafft. Nein! Tom, wenn du das rauskommt, wenn das rauskommt, geht es auf deine K Kappe. Sieh zu, dass es erledigt wird. Internes Memo. An den Särgen sind Schlösser anzubringen, sobald sie in der Wasser auf Bereitungsanlage sichergestellt werden. Diese Särge unterliegen der Geheimhaltung. Sie müssen rund um die Uhr eingeschlossen und bewacht werden. Kein Mitglied ihrer Einheit darf Zugang zu ihnen erhalten. Walter Bishop. Okay, da ist nichts zum Hochklettern. Ach, da. Da ist nichts. Alex? Julia? Hallo? Ja, hallo. Ah, wir werden gerettet. Mesa, verschwinde! Einmal durchgucken. Ist hier was? Nein, da ist nichts. Ah, warte mal. Vielleicht ist da was. Nee, da auch nicht. Das ist nur ein Holzdingsbums da. Was es auch immer ist, ich habe keine Ahnung. Interagieren. Geschlossen. Ich höre das nicht. Runter? Nein. Skelette. Skelette. Skelette? Wo ist ob irgendeine Meinungsverschiedenheit? Okay.
Offizier Fischer, internes Memo. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen ohne Erfolg. Bis zum 0001, also bis 1.40 Uhr könnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 3 Uhr wieder melden. Cooper. Runtergehen werde ich ganz bestimmt nicht. Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Und da bin ich ja gekommen. Runterlassen? Nein, gehen wir nicht. Okay, Leute, da haben wahrscheinlich haben wir keine Wahl, da müssen wir runtergehen. Okay, da ist nichts. Müssen wir weitergehen? Hey, bist du dir sicher? Du weißt, wo wir hingehen? Was ist denn das? Brad? Fliss! Was geht hier vor sich? Eine Patrone. Okay, da ist nichts, da gibt es nichts zu sehen, dann gehen wir woanders hin. Geradeaus. Und ja, alles dunkel, soweit wie ich es kenne. Okay, da gibt es nichts zu sehen, dann gehen wir weiter. Zombies. Was geht denn hier vor? Was in Gottes Namen ist das? Ah. Eine Serviette. Guck mal. Da sieht das schön aus, ne? Woanders sieht das richtig scheiße aus.
Ein Klavier. Okay. Du bildest es dir nicht ein. Es ist jetzt echt. Da ist nichts. War nur ein Geräusch. Okay, dann gehen wir weiter. Achso, da ist nichts. Dieser Ort ist seltsam. Was geht hier vor sich? Was ist das? Blut. Was soll das sein? Skelette und ein Totenfuß. Also sozusagen ein Satanstern. Also ein Teufelstern. Also der Spitze, die Spitze statt nach oben, nach unten. Okay, gibt es was hier zu sehen? Oh, ja, da. Da gibt es was zu sehen. Ah, ein Bild. Ein Leuchtturm. Wenn ich es wieder aufmache? Okay, nichts. Ah, da ist was. Ah. Okay. Krank, ey. Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Okay, weiter geht's. Da ist ein Bild. Eine Krake. Okay, weiß nicht, was das ist. Morgen, Katze. Die wollen nur Hallo sagen. Oh mein Gott. Ekelhaft. Hier stimmt was nicht. Ekelhaft. Aber richtig sauber. Guckt euch das mal an. Jemand ist wohl hier. Komisch. Okay, da ist nichts. Ah, warte mal, was ist da?
Blöd. Ne Blut und eine Hand. Nichts. Kann man nichts machen. Was ist denn da? Okay, dachte es wäre hier so eine Treppe oder sowas. Und wer bist du? Oh nein! Bitte sag mir nicht, dass ich ihn gestochen habe. Julia. Okay, weiter. Warte, warte, da ist doch was, da war was. Ah. Panisch. Komm schon. Bist du okay? Das macht mich so verwirrt, Alter. Ich weiß nicht, wer ist. Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Wer ist denn der denn? Wer ist der?
Komm schon! Weg hier! Oh nein! Nein, ich habe ihn getötet! Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piraten-Abenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee, ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja, ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das... Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Ah ja, ich kann nichts machen. Scheiße, ich hab den... Ich muss die anderen finden. Irgendwas. Treibt Spielchen mit mir. Okay, ich muss das richtig aufpassen. Noch einen will ich noch nicht verlieren. Vorahnung? Ah, das wird kaputt gehen. Okay, das wissen wir jetzt auch Bescheid. Ich habe ihn springen sehen. Okay, da wisst ihr jetzt Bescheid, weil dieser Ort macht einen wirklich zum Irre. Man weiß nicht, wer ist. Ein Offizier Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise streng verboten ist. Jeden Offizier, der ihm oder außer dieser Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Eure Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. Der Krieg ist vorbei, das ist scheiße. Wieso ist das scheiße, wenn der Krieg vorbei ist? Okay, jetzt geradeaus. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay, Spielchen. Okay. Ah, können wir gut gebrauchen. Nehmen wir mal mit. Nicht mal warm. Ah. Worten Taten folgen, hat er es wohl nicht so.
wusste, was zum Teufel hier los war, dann war das wohl der Captain. Okay, das ist wirklich jetzt verrückt. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Doch, ich muss. Okay. Tja, so Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Ich brauche irgendwas, um die Tür aufzubrechen. Irgendwas, um die Tür aufzubrechen. Ah! Moment mal! Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Gut aufpassen, Alter. Oh, verdammt. Verstecken. Okay, ganz ruhig. Was willst du? Oh nein! Oh nein! Ich bin gleich wieder da.
Bonjour Leute, also ich kann leider nicht ändern, ich kann leider nichts ändern, aber ich verspreche euch, wenn ich das Spiel zu Ende gespielt habe, wird das anders laufen. Ich versuche, dass alle am Leben bleibt, alle. Ich werde ein gutes Ende bekommen, kein schlechtes Ende. Ja, super, es ist eher tot. Ah, das pisst mich echt an, ey. Ach nein! Bewegung! Okay. Springen. Kämpfen. Sicher? Hier finden Sie uns nicht. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Jetzt sind zwei tot. Dabei lief es so gut. Und hat jemand Brad gesehen? Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet. Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Ich brauche Hilfe. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält.
Ich hoffe, das hilft. Provence freigeschaltet. Wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Okay. Julia, Außendeck. Das Schiff ist verflucht. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ja, nur für eine Sekunde. Ich wollte hinterher und er war weg. Wohin? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist er verletzt. Schwer sogar. Er fiel. Und zwar so, dass man nicht mehr aufsteht. Nein. Nein, 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 nein. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Nur nicht jetzt. Hast du Brad da unten gesehen? Mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt. Da unten lief eine Zeremonie ab. Da unten lief irgendeine total gestörte Zeremonie ab. Jemand sah mich. Dieser eine Arsch da drin griff mich an. Moment, was? Attackiert? Zurückhaltend? So ein Arschloch in der Kutte. Ich weiß nicht. Wenn Brad eines kann, dann ist es Konfrontationen vermeiden. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Ist das ein Geisterschiff? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Wo ist die Crew? Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Es kommt mir vor, als wäre das hier ein schwimmendes Grab. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Misstrauisch. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Alles an diesem Ort ist seltsam. Was ist hier nun passiert? Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Alex. Wir müssen von diesem Schiff weg. Ja. Okay, Leute, damit ich weiß, was auf mich zukommt, ich werde das nochmal wiederholen. Aber da, wo, das Zeremonie an. Die haben auf etwas geschossen.
Da, wo der Zeremonie war, versuche ich, dass alle am Leben bleibt. Mal schauen, wie es hier abgeht erstmal. Das will ich auch mal gerne wissen. Okay. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Okay, nach oben. Was ist denn hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Was? Hier drüben. Hier kommen wir durch. Wow. Aber keine Angst, Leute. Wir werden schon ein gutes Ende bekommen. Logbuch steht was von einem Sturm. Okay. Okay, Leute, da würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Und tut mir wirklich, wirklich leid, Leute, dass ihr es jetzt sehen müsstet. Dass wir jetzt leider jetzt Conrad und seinen Bruder verloren haben. Aber auf jeden Fall mache ich die Geschichte anders. Auf jeden Fall will ich eine gute Geschichte bekommen. Erstmal wollen wir wissen, was passiert, wenn wir die verlieren. Okay, Leute, werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Gen Yakuza, tschüss.